Um zurück zu Clash Royale. Okay, wenn man da mal in der Aufnahme nicht spielt, da kann schon das ein oder andere Game passieren. Deswegen habe ich jetzt hier das Game parat. Okay, wir setzen erstmal den Ritter. Nee. Den Riesen. Jetzt kommt davon, wenn ich um 21 Uhr aufnehme. Ja, und eigentlich müsste ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Deswegen lasst euch mal überraschen, was denn hier passiert. Also, da wird jetzt weiterhin nicht viel passieren. Und es passiert auch nichts. Und es passiert weiterhin nichts. Und das ganze Game passiert nur auf dieser Seite. Oder doch nicht. Nein, es passiert nicht nur auf der Seite. Ach warte, stimmt ja, es passiert ja doch nur auf der Seite. Und ja, jetzt gehen wir in Slow Motion. Und jetzt achtet auf den Gegner. Achtet auf den gegnerischen Turm. Auf den Turm. So, da sehen wir es jetzt schon. Ich will hier nur den Friedhof aus. Nicht mehr. Und wir sehen hier schon. Jetzt. Ich habe ihn nur ausgewählt, oder? Allein ein Friedhof, was der für Damage macht. Alleine nur ein Friedhof. Ja. Okay. Und natürlich habe ich hier auch noch einen Kampf bereit. Und zwar, jetzt muss ich natürlich erstmal ein Koboldfass, das wir nicht verteidigt haben, okay? Das haben wir durchrennen lassen. Kann man mal machen. Er hat einen Magier gesetzt, da habe ich natürlich noch nichts gesetzt. Was heißt natürlich, eigentlich hätte ich da was setzen sollen. Ich bitte das nicht jetzt. Ah, wir haben natürlich erstmal den Elektromagier gesetzt und dann die Kanone. Warum sage ich eigentlich so oft? Natürlich, natürlich, natürlich. Keine Ahnung. Das liegt vielleicht an der Uhrzeit. Aber gut. So, er hat jetzt unseren Zuhörer. Das kann er auch an Underground, weil ich nicht gut verteidigt habe. Ich merke es ja jetzt auch schon, ich hätte hier den Rambok setzen sollen, anstatt dass ich hier den Rambok setze. Leute, man lernt aus Wiederholungen. Deswegen. Ja, tut mir leid. Aber ich weiß ja selber, wie ich kämpfe. Und jetzt durch diese Wiederholung habe ich jetzt allein eine Menge gelernt. Was man erst verteidigt. Ja, und dann guckt man zu. So, warum setze ich hier jetzt die Kanone? Die Kanonenkarre setze ich aus welchem Grund? Okay, die war. Ja, naja. Hätte ich jetzt den Elektromagier setzen müssen, okay, und jo, das habe ich gar nicht so verkehrt gemacht. Aber jetzt hätte ich einen Friedhof vorne platzieren können. Habe ich natürlich gemacht.
Und ja, jetzt können wir mal gucken, wie es denn dann weitergeht. Erstmal haben wir jetzt aktuell zu dem Zeitpunkt nur noch 20 Sekunden Zeit. So, weiterhin passiert nichts Aufregendes. Doch ich mache immer mehr Schaden. Ich mache immer mehr Schaden. Und ja. Doch jetzt komme ich nicht durch. Soll ich hier vielleicht die Rakete setzen oder nicht? Das habe ich mir hier zu dem Zeitpunkt gedacht. Aber nein, ich habe sie nicht gesetzt. Was dann am Ende. Ihr werdet sehen, was dem Game gemacht hat. Nein, 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 es war nichts Schlimmes. Es hat jetzt mir und dem Gegner, vielleicht hätte es beiden was bringen können, aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, jetzt kommt der Hogwarts nicht an den Turm ran. Okay. Dieses Mal der Friedhof etwas zu spät, aber viel zu spät. Hätte ich viel an leicht, ja, hätte ich anders machen sollen. Okay. Ja, das waren ein paar Replays. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten schreibt einen Kommentar dazu, damit ich weiß, was hat euch genau gefallen, was kann ich besser machen. Und ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Clash Royale.